Nachdem es die letzten Tage nur geregnet hat, geht es jetzt wieder weiter auf meiner Baustelle. Ich habe den Pool gebaut und jetzt länger die Baustelle stellt als pausiert. Und jetzt geht es weiter. Ich zeige euch mal, wie es ausschaut. Hier seht ihr noch, das ist der Mineralbeton, die Reste von diesen 9 Tonnen, die ich mir liefern lassen habe, die ich als Poolunterbau genommen habe. Das werde ich jetzt hier mit dem Schubkarren zusammen machen. Und das verteile ich dann einfach auf meiner Rampe. Da müssen ja eh nochmal 15 cm Mineralbeton drauf. Oben habe ich schon ein bisschen, das verteile ich dann hier gleichmäßig. Hier sieht man, da ist dann doch trotz Vlies wieder einiges an Erde abgestürzt. Das heißt, ich werde das Vlies wegmachen und werde dann die Erde abgraben, sodass es von oben hin etwa bündig ist. Und dann muss ich hier relativ zeitnah die Mauern hochziehen, damit die Erde abgestützt ist. Hier auf der einen Seite habe ich es halt schon letztes Jahr gemacht. Und hier stehen auch schon die großen Betonschalsteine. Muss ich hier eventuell nochmal am Fundament was betonieren und dann ziehe ich hier die Betonmauern hoch. Dann kommt auch wieder die Bitumenabdichtung dahinter, die Noppenbahn. Hier hinten wollte ich auch noch eine Drainage reinlegen, weil es doch am Hang ist. Und dann ziehe ich eben die Stützmauer bis nach oben. Kommt am Ende noch ein Geländer drauf. Und dann sieht es auch hier wieder sauber aus. Und wir haben hier einen zusätzlichen Stellplatz und einen Weg zum Garten. So, jetzt habe ich mal die ersten Schubkarren-Schotter weggemacht. Es waren doch nochmal 5 Schubkarren Mineralbeton auf der Plane. Einen ganz kleinen Rest hat es noch. Das lasse ich noch trocknen, weil es so fest dran klebt. Die Feinanteile werden dann richtig hart und klebrig. Dann schütte ich das hier noch auf und dann verteile ich es mit dem Rechen. Und dann gehe ich da später nochmal mit der Rüttelplatte drüber. Und ich brauche natürlich noch so einiges. Aber der nächste Schritt wäre dann eben hier die lose Erde wegzugraben oder wegzuschaufeln. Und dann muss ich das Ganze hier abstützen, damit ich dann die Mauern hochziehen kann. Man sieht hier schon ganz schön, wie diese feste Lehmerde durchs Frieren, Trocknen bröselig wird und dann so langsam abrutscht. Das heißt, muss ich alles rausschaufeln und dann, ja, ich würde es erstmal mit dem Vlies provisorisch abstützen und dann relativ schnell die Mauern hochziehen. So sieht es jetzt vorher aus. Die ganze Erde ist abgebrochen über den Winter. Und das werde ich jetzt alles abgraben und dann versuchen, zumindest provisorisch zu sichern, bis ich die Mauer hingestellt habe. So, jetzt seht ihr mal die Ansicht von oben. Ich habe jetzt einiges weggegraben, habe jetzt insgesamt 4 Anhänger Erde weggefahren zur Deponie. Da habe ich auch mal ein Video erstellt, das ist echt ganz geschickt mit diesem Rückwärtskipper, den man hydraulisch hochpumpen kann, manuell. Und da kann man es innerhalb von 1 bis 2 Minuten abkippen und sehr, sehr schnell auch wieder zurückkippen. Dann ist man eigentlich in 5 Minuten wieder weg. Das ist echt praktisch. Und da seht ihr, ich habe einiges abgegraben. Jetzt geht es hier noch weiter. Hier seht ihr auch noch die Spuren. Ich habe da so eine Markierungsfarbe benutzt. Erst eine Schnur gespannt, dann eine Markierungsfarbe benutzt. Da kann man schön markieren, was man abgraben muss. Jetzt muss das hier noch weg und das ist halt wirklich echt schwierig, weil die zu hart und trocken ist. Und dann muss am Ende auch noch hier ein kleines Stückle weg nach oben. Das müsste aber etwas besser gehen. Ja, und dann sichere ich das vorläufig und dann kommt das Fundament rein und dann kommt eben so eine Schalsteinmauer hier hoch, wie hier auf der Seite, und so mit Beton und Stahl gefüllt. Und dann ist es soweit wieder abgesichert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in meine anderen Videos schaut. Und natürlich wäre es super, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar rein. Ich schreibe normalerweise immer schnell zurück. Danke.